Hey Leute, ich bin ein Artischocker und ihr habt mir hier in die Kommentare geschrieben, ich soll mal sagen, ich soll ein cooles Thumbnail hier machen. Ich mache mit PowerPoint, ihr könnt das auch mit anderen machen, erstmal brauche ich eine neue Familie. Da seht ihr hinten ist kein Zaubertrick, das könnt ihr hier bei Ansicht, in dem Folien Master hier oben, könnt ihr alles reintun, ihr könnt jetzt einen schwachen Text schreiben, dann bleibt hier. Und dann mache ich hier das gerade für dieses Video hier und ich sage, tue ich mir das Kontrolls. Das jetzt kommen. So, manchmal spielt das hier ein bisschen. Ja, genau das. Und sieh. Au. Perfekt. Dann werde ich das jetzt. Wie gesagt, ihr könnt ja nicht alles machen, was ihr wollt damit. Es gibt verschiedenste Programme. Ich mache jetzt sie, dass man sich das nicht so stört, dass hier hinten heraus, genauso wie das hier. Das hier nach oben, mit Tutorial Titel, bisschen größer wieder. Perfekt. Dann füge hier ein Textfeld ein. Oder warten, wartet hier, hier rein. Nachher, natürlich, damit ihr wisst, wem das Ganze gemacht wird, hier noch ein Foto aus diesem Gerät. Das hier ist mein anderes, hier mein Avatar. Was ist das hier? Ich mache mal ein F rein, damit das ich das besser finde nachher. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich stelle das hier frei. Möglichkeit 2, die nicht mehr funktioniert, ich mache jetzt mal eine Farbe. Und schreibe die jetzt Spinne. An dieser Stelle mit Thumbnails schreiben ließen. Warte, jetzt hier sieht man das. Okay, da habe ich einen bösen Fehler gemacht. So, Thumbnails erstellen mit. Wir hätten jetzt ja schon wieder Musik. Egal. Mit, und dann brauche ich jetzt ein Online-Bild. Und PowerPoint. Was auch immer, was da unten ist, könnt ihr einfach wegtun, das braucht ihr groß aus wie Worlds. Ihr seht die auch gerade, wie das dann aussieht, im Kleineren, wenn man sich anschaut, wenn man es gut sieht. Das ist ja interessant, die ist immer noch vorne, wisst ihr was? Nee, ja, gibt es da gerade links. Ja, ein PowerPoint könnte ich ja einfach in Editor nehmen, aber das geht ja nicht. Und dafür den hier brauchen wir jetzt noch eine Hand. Nehme ich einfach mal die. Control Copy, wieder ganz nach unten. Control V. Perfekt. Ich würde sagen, das sieht da nicht schon sehr schön aus. Ich weiß nicht genau, was es gibt. Thumbnails erstellen mit Purple. Hier mein cooles Kettchen. Ich kann jetzt nicht, ich nehme auf. So, mein Bruder, ich gehe gleich zu ihm. Wenn ich es habe, könnt ihr Datei speichern und teuer speichern. Das ist mir hier der Discord. Ich muss ihm neuen Namen geben und auch jetzt einfach mal aufnehmen. Tutorial, wenn ihr es mir wollt. Damit müsst ihr hier weiter nach unten gehen. Ihr könnt entweder PNG oder JPEG. Ich mache JPEG aus der Format. Speichern. Welche Folie? Nur diese wäre es. Und dann nehmen wir hier zu meinem Ordner. Das war von meinem Video, das wir wahrscheinlich schon gesehen abrufen können. Dann muss ich jetzt noch Thumbnails. Und dann ist es hier irgendwo. Ja. Dann habt ihr es hier. Und dann fügt ihr es hier oben auf YouTube. Ja, das ist mir egal. Hier, wenn ihr das Video habt, fügt ihr es hier dann ein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video. Ciao!